jetzt wird's ekelhaft. Ja. Intrigen Deluxe. Willi, Menschen wie dich, du kannst nur noch kriechen und fleuchen. Wir schreiben heute Trash-TV-Geschichte. Verlogenes hier. Platz 2 der schönsten Ohrfeigen aus dem Hause jedes und ihr habt von wegen Urlaub. Frisch aus der Entzugsklinik. Eine einstweilige Verfügung. Ich schaue ja viel Trash, aber das Sommerhaus heute toppt alles. Nein. Tick diese Sendung. Nas, das ist Krieg. Missgunst. Willi, wie würdest du denn das Verhalten der anderen bezeichnen? Teilweise echt asozial. Und deine? Das ist echt asozial. Alles Mist. Oder wie Elena sagen würde. Entschuldigung, ich muss natürlich den Duckface-Filter einschalten. Ein Mist. Ein Typ, der 0% Mitgefühl hat. Arabella, Vera und Oliver Geisen haben Tränen in den Augen. Es geht also noch asozialer als in den Talkshows aus den 90ern. Jetzt wird's ekelhaft. Ja. Zeigt RTL Willi Herren etwa nackt? Es kommt sogar noch schlimmer. Die ersten Bewohner schnuppern schrittweise Morgenluft. Und Mike wundert sich, warum es da unten nach Benjamin Boyce riecht. Naja, Jelis und Johannes sind jedenfalls schon ein bisschen weiter. Duschen? Warst du schon? Ja, ich gehe jetzt. Dann gehe ich auf Klo nebenbei. Jelis. Schatz. Stell dich nicht so an. Kurz vor dir war Willi Herren duschen. Schlimmer riechen kann's also gar nicht. Jelis geht jetzt kacken. Und ich bin ein Spacken. Leider wird sich heute herausstellen, dass das vielleicht wirklich so ist. Hä? Kate und Benjamin sind immer noch da. Die wurden noch rausgeworfen. Und mach nicht so lang dann. Ja, aber sag mir das nicht immer. Ja, komm. Bitte, es gibt weitere Situationen, die Benjamin Boyce zu lange sind. Okay, ich mag genagelt werden. Da kommt bei dir kein Ende dran. Ja, aber ich möchte, weil solange ich hier noch sitze und mir noch was einfällt, sollten wir das noch gut zu Ende machen, finde ich. Genau, und dass Kate noch viel einfällt, das ist ja mehr oder weniger ausgeschlossen. Benjamin, wohin schaust du denn da eigentlich genau? Können wir gerade mal an die Decke gucken? Okay. Ich habe einfach nicht taktisch gehandelt und habe das Spiel nicht mitgespielt. Man muss aber auch Kate zugutehalten. Die Rolle ihres Lebens als die Verliebte von Benjamin Boyce war parallel dazu schon eine riesen Herausforderung. Wir werden bestimmt keinen einzigen hier drin vergessen, aber wir werden dich jeden vermissen. Tschüss! Außer die... Hier, wie hieß die nochmal hier vom Otto-Film? Also ihre beiden Silikonbrüste und sie meinen damit natürlich eindeutig Benjamin Boyce. Mhm. Bist du strategisch schon im Bilde? Nee. Nee. Wer muss denn heute gewinnen? Es darf nee. Nur nicht der Jamanis gewinnen. Nee. Alles ja. andere ist egal. Ja. Was willst du denn machen? Willst du einen umnocken? Nee, nee. Sie setzt alles auf Vergiftung und hat ihren Schlüppi schon in Johannes Bett gelegt. Keine Ahnung, wie wir den Johannes flachlegen können. Das ist echt schwierig, das kann euch ja noch nicht mal Jelis sagen. Ich würde mal sagen, die sind sehr nervös. Wenn der Johannes nicht gesaved wird, ist bei denen das Eis ganz dünn. Noch dünner sind nur Steffis Haare, sie wollen aber noch weitergehen. Mal irgendwas ins Essen tun oder aber irgendwie mit mal unfairen Mitteln arbeiten. Moment, was für unfaire Mittel? Johannes sein Hagel nehmen und jedes am Ende noch ihr bezauberndes und immer vorhandenes Lächeln. Der Johannes muss weg. Aber der ist der Stärkste hier. Was für ein Penner. Und wenn nicht mal so jedes und Johannes müssen, als hättest du alles alleine gemacht. Weil heute geht's echt um viel. Heute geht's um die Wurst. Ja. Egal, was passiert, das Würstchen hast du ja an deiner Seite. Jedes regt dich nicht auf. Thomas weiß einfach, dass du schlagende Argumente auf deiner Seite hast. Bei der Challenge können sich die Stars heute wieder vor der Nominierung schützen. Und ich verspreche, das wird heute wichtiger denn je. Wir müssen ruhig bleiben, aber trotzdem Gas geben. Und nicht ausrasten. Ja, aber du auch nicht. Ja, ich nicht. Was genau meint Mike nur damit? Wir lassen mal zur Sicherheit kurz den Scanner über alle Sendungen laufen. Okay, also Mike mit anderen Worten. Oh mein Gott, wie dumm du bist! Bei diesem Spiel müsst ihr Gegenstände blind durch Lecken erkennen. Ich habe eine ganz, ganz große Fantasie. Das wissen wir natürlich. Du bezeichnest dich ja auch als Sängerin. Aber auch bei Elena steht unter Sonstiges was Komisches im Lebenslauf: Zungenakrobatin. Das Einzige, was ich kann, ist. Passt aber gut. Elena, kannst du vielleicht mal kurz zeigen, wie das Casting für Love Island so lief? Stopp! Danke, reicht. So, weiter mit dem ersten Gegenstand. Was ist das denn? Was ist das? Das stinkt. Was ist das? Kann bitte jemand Willi Herren sagen, dass er seinen Mund schließen soll? Das lenkt nämlich Elena ganz offensichtlich von der Aufgabe ab. Was ist das? Hab noch nie gesehen. Sie haben den Kaiti-Stampfer einfach nicht erkannt. Wer kann das überhaupt nicht nachvollziehen? Das ist ja Katastrophe. Dann kommt der abartigste Gegenstand des Spiels. Küsschen. Ist das dieser Rentnersex? Hundeknochen. Komm, weiter. Ich bekomme Kotzreiz. Ist der echt? Ja. Der ist echt? Mhm. Elena reagiert wie ich, wenn ich Blumenkohl essen muss. Nach dem Knochen war echt. Also da,
Dachte ich, jetzt kann es nicht mehr schlimmer kommen. Das haben wir auch nach der Sommerhausstaffel aus dem vergangenen Jahr gedacht. Na Schnur hat rechts und links wie zwei Hörner, wie so eine Teufelsmaske. Komm bitte, lass mal Vera in Tween aus dem Spiel. Künstliche Vagina? Ein lappriger, riesengroßer Fleischberg mit Noppenhaut? Keine weiteren Fragen. Unsere Antwort ist ein Hühnchen. Bah! Ja, aber... Elena war offensichtlich noch nie im Vapiano essen. Was ist das für eine Scheiße hier? Ja? Was ist das? Ey, du mit deiner Zunge gehst die ganze Zeit zu meiner Zunge. Wie eklig. Unsere Antwort ist ein Schiff mit Anker. Was ist das denn? Das sind Ziffern, also die Zahlen auf der Uhr. Unsere Antwort ist ein Teppichklopfer. Jackpot. Ist es das? Ja. Elena kennt das Ding offensichtlich nur, weil sie sich als Kind damit zu oft auf den Hinterkopf gehauen hat. Weil es wurde dann auch ein bisschen komisch warm und so lederig. Oder? Also das war dann entweder Sabrinas Dekolleté oder Steffis Pofalte. Antwort lautet Aubergine. Ja. Ja! Ich freue mich jetzt so sehr für Bilären, wie auf einem Zungenkuss mit Vera in Tween. Ah. Richtig. Ein Betrüger vor dem Herrn. Richtig. Sätze, die Willi Herren nie zu hören bekommt. Du bist voll gut, Schatz. Die flinkeste Zunge aus Köln. Boah, jetzt reicht's aber. Und Jochen Schropp wohnt doch in Berlin. Das ist ein Schuh. Das sind High Heels. Ja! Geil gemacht, Schatz. Und was ist dabei in Willi Herrens Hose? Ejakulat. Ja, Ejakulat. Achso, warte mal. Ejakulat ist Urin, oder? Das sind die, die im Auto hängen, diese Autowürfel, oder? Das sind Tierfüße, die man sich im Auto in den Spiegel hängt. Das war ein Spiel nach unserem Geschmack. Fettig, voller Zucker. Ah, ach, waren das alles hochprozentige Cocktails zum Lutschen? Hätten wir das noch, dann hätte dann ich auch gesagt. Dann wären wir safe. Aber ja, siehst du? Bist mir nicht sauer. Wir schalten mal ganz kurz in Jelis Kopf. Bist mir nicht sauer. Ah. Ich könnte sie alle so klack, klack, klack. Ich könnte es gerade so innerlich. Das fällt so ab, ne? Das ist Wahnsinn, Alter. Das ist Wahnsinn. Ich könnte gerade jede Latte zertreten. Johannes, fang doch einfach mal bei Krabscher Quentin an. Also unsere Traumkonstellation ist, dass Jelis, Johannes und wir beide im Finale stehen. Sollten wir mit den beiden im Finale stehen, dann wäre es echt super. Vor allem, wenn das Finalspiel eine Rechenaufgabe im Zahlenbereich bis 10 wäre. Ey, da check ich doch alles gar nicht. Kann es denn sein, dass Jelis und Johannes Elena und Mike doch nur für ihre Zwecke manipulieren? Bitte helf uns, lieber Gott. Und mach den Willi fort. Ich will nicht zu viel verraten, aber das könnte heute schwierig werden. Jasmin und Willi. Ja, Scheiße! Bei der kommenden Nominierung dürft ihr von den anderen Paaren nicht nominiert werden. Jetzt ist der Worst Case eingetroffen. Wenn Jasmin und Willi den Bums gewinnen, müssen wir leider RTL anzeigen. Bitte. Ah, es gibt einen weiteren Satz, den Willi niemals nackt vor dem Spiegel sagen würde. Na, das ist auch schön. Freut mich. Geht. Ja, es ist so eine eindeutige Rechnung. Die einzige Hoffnung wäre quasi, wenn wir hätten es nur zu dritt geschafft, quasi, wenn ihr es nicht gewonnen hättet. Ich bin echt geschockt. Ich bin wirklich geschockt, dass die können uns das nicht. Eine Sekunde. Wer genau ist die? Ich gönn's ihnen nur, das tut mir so leid. Ich gönn dir das. Ich gönn dir das wirklich. Ja, ich verstehe das jetzt auch nicht. Fand ich schon heftig. Die haben sich nicht gefreut. Mhm. Moment. Roland taktiert oder sein IQ ist so hoch wie das durchschnittliche Alter der Wendler-Freundin. Ich finde das echt nicht gut im Moment, was hier läuft. Weißt du das? Warte. Willi hat gewonnen, ey, und jetzt ist hier Trauerweide. Warum? Ja, wir können euch auch mal für den freuen. Ja, haben wir doch. Freuen wir doch. Wir freuen uns. Ja, aber Totenstille, die Mädels fangen so. Ich verstehe das nicht. Alter. Und wir alle dachten, Elena wäre bescheuert. Noch schlimmer als Willi Herren sind übrigens nur Leute, die Willi Herren in den Arsch kriegen. Roland, eröffnet du mal weiter Sonnenstudios auf Mallorca. Sollen wir jetzt da hingehen? Was denkt der? Den Mädels geht es halt scheiße. Ja, aber warum denn? Sie ist meine beste Freundin, ich weiß genau, dass die jetzt gehen wird oder ich gehe. Wieso das denn? Und deswegen weinen wir. Ja, wieso geht ihr denn? Weil wir das wissen, dass irgendjemand von uns rausfliegen wird. Aber es auch nicht schlimm ist. Wieso? Aber deswegen weinen wir. Weil wieso? Was wisst ihr? Wisst ihr mehr als wir? Nein, wir wissen genauso wenig wie ihr. Möchtest du damit sagen, Roland und Steffi sind langsam? Ja, aber wir sind auch Roland und Steffi. Wir brauchen halt auch ein bisschen länger immer für die Sache. Ja, aber wieso weint ihr denn da? Wir haben die anderen Sendungen. Da dürfen wir nicht weinen? Ey, wie krass. Wir dürfen nicht weinen hier drin. Was geht eigentlich hier? Alter, ihr könnt mich alle mal. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ich weine, wenn ich will und wenn es mir passt. Beten wir alle, dass nach dem herben Tränenflüssigkeitsfluss durch Giselle Oppermann die Tanks in Australien für Januar wieder prall gefüllt sind. Wie auch immer,
Armen. Was denkt der? Was denkt der? Er denkt nicht so weit wie wir. Was denken alle? Die können mich am Arsch lecken. Elena denkt so weit, wie ich bei den Bundesjugendspielen geworfen habe. Minus 3 Meter. Es gab aber immerhin eine Teilnehmerurkunde. Das ist wirklich so. Ich werde immer als böse dargestellt. Das bin ich mir gewohnt. Ich weine, wenn ich will, mit Jelis. Niemand hat mir gar nichts zu sagen hier drin. Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Das kennen wir. Hey, krass, wie dumm Menschen sind. Wie dumm. Boah, krass. Ja, und dann gibt es da noch Elena und Mike. Was ist das für ein Behindert? Ich sag doch, der ist behindert. Ich sag doch das seit Tag 1. Der ist behindert. Der ist behindert. Behindert. Hoffentlich wird das gezeigt. Der ist behindert. Ein Mistbord. Wie kann man sich aufregen, weil jemand weint? Er hat schon gefragt. Was das soll ein Handbuch holen. Wie viele Handbücher hat Elena schon in ihrem Leben gelesen? Wobei, stimmt nicht. Den IQ-Ausmaltest hat sie sich immerhin angeschaut. Was du weißt, ich kann nicht weinen sehen. Ich hab so ein Kloß im Hals. Ja, und Willi einige im Bauch. Der liebe Gott will doch, dass die Jelis glücklich ist. Moment, in den 10 Trash-Geboten ist Jelis nur mit ihrer Ohrfeige verewigt. Na, hier steht eindeutig, dass der liebe Gott will, dass wir Zuschauer glücklich sind. Ich hatte schon immer Unglück in meinem Leben. Ich wurde eigentlich vom Pech immer verfolgt. Das nennt man in Fachkreisen Stalking und das finde ich nicht cool von dir, Johannes. Morgen sieht die Welt wieder anders aus. Morgen, oder wie der Wendler sagen würde, die Freundin muss bald durch eine Jüngere ausgetauscht werden. Aber Johannes hat natürlich recht, morgen geht's nämlich so richtig ab. Was ist das denn? Das sind Buchstaben. Und das ist die zweite Challenge. Jetzt geht's um alles. Die Männer müssen Quizfragen beantworten. Ist die Antwort falsch, wird das Seil für die jeweilige Frau ein Stück länger. Die Frau, die als letztes auf dem Brett steht, gewinnt. Wir wollen es so dreckig, so hart, so heftig wie möglich. Sagt das bitte nicht zu laut, sonst kart RTL gleich Willi Herrens Unterhose an. Wie viel ist 7 mal 7? Thomas. 49. Wow. Wie heißt der englische Begriff für das Aufhellen von Zähnen? Bleaching. Bleaching? Ein Begriff, den Benjamin Beuys nur von seinem Hintern kennt. Weiter. Wie viele Bundesländer hat Deutschland insgesamt, Mike? 8. Oh mein Gott, du bist so dumm. Krass. Ich glaube, dass der Mike Schule nicht so toll fand. Mit welchem aus den Griechischen stammenden Wort bezeichnet man den Höhepunkt beim Sex, Roland? Woher soll Roland das bitte wissen? So, die nächste. Wer hat am wenigsten IQ? Mike. Halb richtig. Beim nächsten Mal bitte auch Elena nennen. Eine Puppe, die mit Hilfe von Schnüren bewegt werden kann, nennt man, Thomas, Luftpumpe. Ja, ich bin oben. Ja, wir haben gewonnen, Schiffi. Tier, Alter. Hunde, sowas. Ich f*** diese Mistbotensendung. Ich f*** Spiel. Ich f*** alles hier, Alter. Und ausgerechnet jetzt ist Benjamin Beuys nicht mehr da. Ich find das so krass. Ohne Rücksicht auf Verlust. Ja, ja. So sind wir echt nicht, ne? Das macht einen hässlich als Mensch. Das ist Krieg. Das ist Krieg. Ich bin ja nichts zum Anziehen für Krieg. Ja, nichts mitgenommen, Schatz. Ja, aber falls aus dem Krieg eine Altkleidersammlung werden sollte, dann wird's hier wieder passen. Johannes hat 3 Taktiken, Versuche, er taktiert ja nicht. Die erste ist die RTL-Taktik. Aber ich glaube, du weißt, wie das ist, wenn eine ganz traurige Frau hast, was? Johannes, deren Sexleben hat jetzt nichts mit der RTL-Mitleidsnummer zu tun, auch wenn das bestimmt sehr traurig ist. Jelis war ja nicht, sie sagte immer so, sie hat nie in ihrem Leben was gewonnen. Jelis und Johannes sind Sieger des Spiels. Und wer sind die strahlenden Sieger? Jelis und Johannes. Jelis und Johannes sind somit Gewinner. Jelis und Johannes waren erneut unschlagbar. Es ist sogar noch schlimmer. Irgendwann kam Bachelor in Paradise und damit Johannes in ihr Leben. Die Arme. Jelis hat immer nur verloren. Okay. Ja, immer. Immer. Wenn sie Gas kam, immer verloren. Johannes, wirklich, jede DSDS-Schicksalsstory ist glaubwürdiger. Der letzte Vollhonk würde checken, was du vorhast. Versteh doch nicht. Gut, es gibt offenbar eine Ausnahme. Roland hat einfach gar nichts gecheckt, deswegen hat nicht geklappt. Ich möchte nicht gehen. Kurz vorm Finale. Ja, ja. Ich, wenn mein TV-Now-Probemonat ausläuft, bevor das Sommerhaus zu Ende ist. Johannes zweiter Versuch heißt Sat.1. Moment, was hat das mit einem erfolglosen Fernsehsender zu tun? Ach, weil da einfach gar nichts funktioniert. Ich warte die ganze Zeit, dass der Willi mich unter 4 Augen fragt. Gibt es keine andere Möglichkeit, auf den warte ich, aber wir müssen nur 4 Augen sehen sein. Johannes möchte Willi Herren etwas anvertrauen. Das ist ungefähr so, als würdest du dich bei Schwiegertochter gesucht anmelden, um nicht vorgeführt zu werden. Doch, er kommt, ich will. Ja, also ich versuch's mal, vielleicht bleibt er. Okay, Spaß. Viel Glück. Es gibt keine Hoffnung auf einen normalen Weg, ne? Das wäre ein unnormaler Weg. Wenn du sagst, okay, also was ich gemein habe. Jelis und Johannes sind dafür verantwortlich, dass Willi Herren noch da ist. Also sie appellieren jetzt also an Willi Herrens Menschlichkeit. Oder wie Willi und Jasmin sagen würden. Das war schon grenzwertig. Oder wie alle anderen sagen würden. Im Leben jetzt. Aber sag mal ehrlich, soll man dem so einen Denkzettel verpassen? Ja, willst du gewinnen oder nicht? Ja, jetzt willst du gewinnen. Lass dir doch 2 Tage rumkacken.
Ist mir doch egal. Alles gut mit euch? Ihr seid so nachdenklich wieder. Wen wählt ihr denn? Normalerweise ist es Roya, das stärkste Glied. Ist ja auch der stärkste Konkurrent. Ja. Jetzt stelle ich das alles in Frage. Die komplette Loyalität. Das Einzige, was Willi Herren niemals in Frage stellen würde, ist das Wort Vollsucht. Dicht gefolgt von Betrug. Aber Willi, benutze doch deine Frau gegenüber nicht solche Fachbegriffe, die sie gar nicht versteht. Ein Glück hat Elena das alles belauscht. Roland fragt die beiden was. Ist das gut? Müssen jetzt ein bisschen nachdenken. Also wenn, dann glaube ich mittlerweile, dass er uns nominiert. Er würde ja sein Gesicht vor ganz Deutschland verlieren. Ja, stimmt. Also, deshalb kann ich mir das nicht vorstellen. Naja, vielleicht hat der Willi ja ein Schlupfloch gefunden. Wir dachten alle, es gibt keines, das breit genug ist für Willi Herren. Aber naja. Das kann doch kein Mensch. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir uns so getäuscht hätten. Sollten wir darauf ansprechen? Ja. Aber Hand aufs Herz, spielt ihr mit dem Gedanken, uns zu nominieren? Ich hab gesagt, das kann er nicht ernst meinen. Was nicht ernst meint? Was Elena gehört hatte und wo Jasmine meinte, ihr wisst es nicht. Und dann die wollten raushören, ob wir die nominieren, hat Jasmin gesagt, wir wissen es auch nicht. Ich habe selten jemand so Manipulatives gesehen wie Willi Herren. Und ich kenne alle Machenschaften von Joe gerne. Das alles drumherum und das Gewinnen wäre ja alles sekundär. Das wäre so eine krasse menschliche Enttäuschung, weißt du? Sorry, eine Bitte, was? Können wir da vielleicht gerade mal kurz in den Duden schauen, was da so steht? Okay. Ach, guck mal, da kann man weiterklicken. Ein Bild von Johannes. Schauen wir uns mal seine Taktik Nummer 3 an. Wir könnten ja weiterkommen, wenn wir Elena und Mike nehmen und ihr zum Beispiel. Ja. Könnten wir Dann werden wir weiter. Aber sowas, wir wissen, sowas würden wir nicht mal aussprechen. Das hast du aber ausgesprochen. Ja, aber das ist ja so. Aber in Erwägung ziehen. Das macht euch keinen Kopf. Eine Sekunde. Kaufen wir Johannes und Jelis noch ab, dass sie keine Taktik haben? Aber am nächsten Morgen ahnt Jelis, dass das Gespräch mit Willi nach hinten losgehen könnte. Willi hatte uns erzählt, dass ihr da ein bisschen so verdutzt wart. Nee, er hat gefragt, ob wir das Haus freiwillig verlassen. Genau. Aber das war gar nicht so gemeint. Also Johannes und ich haben das gestern auch Willi noch mal erklärt. Das kommt für jedes natürlich genauso wenig in Frage wie für den Wendler eine volljährige Freundin. Als er gesagt hat, es gäbe eine Option, wo wir hier bleiben könnten, wenn Johannes, Jelis, Willi, Jasmin, Mike genau. und Elena wählen können. Aber das wäre gar keine Option. Ja, aber das spricht man nicht aus. Das habe ich gedacht. Doch. Da kloppt die beiden gehen über Leichen. Wenn sich damit jemand auskennt, dann der Willi bzw. seine Leber. Man weiß einfach gerade gar nicht, wer hinterhältiger ist. Ich liebe alles. Teilweise wollte ich damit erreichen, dass Mike und Elena vielleicht auch mal sehen, wie sie halt ticken. Ich wusste das gar nicht, dass mein Name gefallen ist. Zweimal. Jetzt stellt er auch noch die Freundschaft von uns in Frage. Ja, mag ich. Willi redet über Freundschaft, das ist genauso, als würde Willi über Treue sprechen. Schatz, die nehmen alle uns. Was willst du alle? Alle. Da bist du krass. Es ging nur um euch beide. Wie? Jasmin will entschuldigen. Als wir schlafen gingen, gibt er mir sein Wort. Er würde mich niemals nominieren und ich werde geweckt und höre plötzlich, dass Willi uns jetzt das Messer in den Rücken rammt. Freunde, wir schreiben Trash-TV-Geschichte. Holt euch Erdbeerkäse und Beatis Bohle. Los geht's. Also Auslöser war ja das Ganze nach dem Nominierungsschutz. Als ihr euch nicht für uns gefreut habt. Nominierst du uns jetzt auch? Weil wir zu stark sind? Du bist aber sehr angespannt. Warum? Weißt du, warum ich angespannt bin, wenn du mir zweimal in meinem Leben in die Hand versprochen hast? Erklär's bitte. Zügel deine Worte mir gegenüber. Da bist du bei dem Falschen. Ich unterbreche nur ganz kurz, aber dass Willi Herren sagt, er sei der Falsche. Ich möchte nur sicherstellen, dass ihr das alle mitbekommt. Und dann kam noch hinzu, dass du sagtest, es gäbe doch noch eine Option. Wenn wir Elena und Mike nominieren würden, dann wäre die auch safe. Subtext war oder. So, aber ich sehe gerade einen anderen Menschen. Lass mich mal kurz. Ich bin sehr geschockt. Willi? Ja? Seit Willi Herren seine Sackhaare auf dem Kopf hat, geht er einfach gar nicht mehr. Und es kommt sogar noch schlimmer. Willi? Ja, ich bin. Jetzt sage ich dir ganz schnell eins. Alles, was jemals ausgesprochen wurde, wirklich wahr ist. Ja. Wir sind auch geschockt. Dieses ganze Thema Schauspiele, Willi. Ja. Das ist nicht in Anführungszeichen, das ist nicht unterstrichen. Okay. Ach, jetzt kommt der auch so. Johannes, jetzt sag aber bitte nicht, dass er keinen Charakter habe. Das ist doch die Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der Show. Willi, du hast jeden deiner Freunde hintergangen. Du hast keinen Charakter, Willi. Du bist so klein. Leg dich hin zu den Schlangen. Willi, Menschen wie dich, da steht in der Bibel, du kannst nur noch kriechen und fleuchen. Ja, weißt du was? Du willst. Du bist der größte Feigling der Nation. Nicht anfassen, ne? Freunde, wir sehen jetzt die neueste Ohrfeige aus dem Hause Jedes und Johannes. Da sieht man das wahre Gesicht. Nicht anfassen, ne? Hä? Der Hashtag auf jedes Shirt und ihr Blick sagen alles. Das hat leider nicht so richtig geklatscht und gibt natürlich Abzüge in der B-Note. Johannes, was sagst du dazu? Das Schöne ist ja eine Partnerschaft, wir sind zu zweit. Das heißt, das, was ich nicht kann, kann sie. Und was sie nicht kann, kann ich. Willi, nicht anfassen. Willi, nicht anfassen. Ja, nicht anfassen. Fass
fass ihn nicht an! Diese Warnmeldung gilt übrigens generell für Willis Willi. Aber zum Glück ist Willi ja seit dem Sommerhaus selber sowas wie so ein Abschreckbild von der Zigarettenschachtel. Dass ihr euch noch jemals anschauen könnt. Nein, du! Willi, du wirst nie wieder in einem Restaurant irgendwas bestellen können, denn jeder wird dir dein Essen sparen. Wenn man die Option ausspricht, die Möglichkeit, euch rauszuwählen. Ein Scheiß haben wir gesagt! Und so aggressiv, mich auch noch anzufassen. Jeder hat's gesagt über Willi Herren. Und es ist wahr! Ey, kann ich einfach RTL die Siegprämie von 50.000 Euro selber behalten als Bonus für diese Trashperle? Ich bin richtig geschockt über das Verhalten von ihm. Alter, Wahnsinn. Ihr seid Kalkül. Das ist unmenschlich, das ist unsittlich. Das ist mein RTL. Weiter. Was bist denn du für ein Waschweib? Du ein echter Mann, Willi. Ja. Ein echter Mann. Der steht zu seinem Wort. Okay, wir müssen mal ganz kurz zusammenfassen. Sie hassen sich und Johannes weiß, dass ein Mann ist. Woher? Und das habe ich gegoogelt. Wenn du könntest, würdest du mir eine knallen. Leben noch niemand geschlagen. Ja, anscheinend bist du sehr aggressiv. Willi, das hast du damals mit dem Roland auch gesagt. Du bist ja richtig aggressiv. Du weißt genau, wie man die Menschen provoziert. Ja, du weißt genau, wie man das manipuliert. Das wurde vom ersten Tag gemacht. Das. Aber du kannst dir mit 50.000 Euro keinen Charakter kaufen. Du kannst dir mit 50.000 Euro keine Würde kaufen, keine Ehre. Ja, genau. Das kann man nicht kaufen. Ja. Das muss man sich verdienen. Johannes hat offensichtlich schon mal geschaut, was er sich vom Preisgeld kaufen möchte. Aber leider gibt es das nicht, was er haben will. Man sieht ja, wie der Mensch ist auf einmal, wenn er irgendwie ein bisschen Macht hat. Wenn Willi Herren das schafft, dass man plötzlich den Wendler vermisst. Wow. Der größte Marionettenspieler hier im Haus ist der Willi. Moment, der größte was? Das heißt doch... Eine Puppe, die mit Hilfe von Schnüren bewegt werden kann. Luftpumpe. Johannes und Jelis. Was habt ihr gemacht? Ihr habt den komplett in den Rücken gefallen. Es war Bullshit, Bullshit, doch, Lüge. Du bist Schauspieler Nummer 1. Ihr seid falsch. Wie halt so ein ganz normaler Tag im RTL-Nachmittagsprogramm. Oder wie es auch heißt. Was ist Krieg? Was ist Krieg? Ich möchte euch aus dem Haus haben. Ich möchte euch aus dem Haus haben. Das ist sehr traurig. Oh. Du hast die Leute nervös gemacht. Wenn sie mit mir reden wollen, dann siezen sie mich ab jetzt. Danke. Aber was ist Frau Miras heiße ich, danke. Okay, ich liebe Elena dafür. Das, was Willi Herren da gemacht hat, ist echt so asozial. Die Frauentauschmacher sind sehr stolz auf ihn. Weil bei uns wird Loyalität ganz groß geschrieben. Wir haben uns für Jelis und für Janus entschieden. Janus und Jelis, deine Aggressivität. Wir sehen, dass ihr echt dreckig und gemein seid. Das war so witzig. Oh mein Gott, diese Rede war so gut. Ihr sprecht die ganze Zeit von Charakter. Ganz ehrlich, was will der Willi Herren damit? Den kann man doch noch nicht mal f***en. Wobei, RTL kann. Boah, was für falsche Menschen hier drin. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Abstand. Ich bin eine Frau. Fahr zur Hölle. Dreckig, verlogenes Pack. Tim Keller holt sich mehr. Der falsche Johannes, meine Damen und Herren. Auf den frisch aus der Entzugsklinik trockenen ehemaligen Alkoholiker. Und alle so Nadel. Das ist so gemein wieder von dir. Aber anyway. Jenny Elver. Nein. Patricia Blanco. Wen meint er? Bevor Willi die Kohle bekommt, RTL, bitte behaltet die 50.000 Euro. Oder habt ihr sonst jemand verdient? Auch Roland und Steffi eigentlich nicht, oder? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt euch am Samstag schon das Finale anschauen. Dafür lohnt sich der kostenlose Probemonat von TV Now. Den Link dazu packe ich euch in die Beschreibung. Da gibt es natürlich auch alle Folgen in ganzer Länge. Unser Schatz Willi Herren hat hier schon mies gegen Benjamin Beuys intrigiert. Das war auch so richtig krass. Klickt unbedingt rein. Achso, und es gibt natürlich auch einen 1er-Ausraster von Elena. Viel Spaß damit und bis ganz bald. Ciao.